sind wir wieder im Tempelbezirk. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Da bin ich ja mal gespannt, was uns jetzt gleich erwartet. Bin ich echt gespannt. Jetzt komme. Epiloge. Euer Hoheit, Sieg. Trotz schwerer Verluste haben wir das Kaufmannsviertel zurückerobert. Bestens. Was gibt es Neues von Divette? Er ist tot. Der Hexer, dieser gottlose Schlechter, hat ihn niedergestreckt. Der nutzlose Divette. Haben die Büttel das Volk informiert, dass Prinzessin Adda zur Striege wurde? Ja, aber der Hexer hat die Striege gefunden. Geralt von Riva. Nur er kann meinen Plan vereiteln. Wir müssen die Flammen des Chaos schüren. Schickt weitere unserer Experimente hinaus und lasst die Elfen alles verwüsten. Großmeister, ich muss protestieren, als Angehöriger des Adels. Genug. Gebt den Leuten mehr zu essen und sagt ihnen, dass jeder gottesfürchtige Mensch Zuflucht in der Burg des Ordens findet. Adalbert, ich danke für eure treuen Dienste. Bringt ihn weg. Gestorben. Eine neue Zeit bricht an. Eine Zeit der Übermenschen. Niemand wird mich aufhalten. Ich mache euch zu meinem neuen Adjutanten. Kennt ihr eure Aufgabe? Den Hexer töten. Dann geht. Okay, Epilog. Ein historischer Moment. Freut mich, dass ihr lebt, doch ich habe drängendere Angelegenheiten. Wichtiger als eine Allianz zwischen Temerien und Redanien? Was ist passiert? Vor Siegfried? Ich dachte, der Orden wäre in Ungnade gefallen. Dieser Teil des Ordens ist auf unserer Seite. Der Großmeister hat zwar seinen Eid gebrochen, aber nicht alle Ritter haben Verstand und Gewissen vergessen. Ein Glück. Die Verhandlungen mit Radovid laufen gut. Wir bekommen einen starken Verbündeten. Wir? In Visima bin ich ein temerischer Patriot. Sprechen wir mit dem König, ehe er ein vorschnelles Urteil über den Orden fällt. Ja, okay. Was habe ich noch für Quests? Geheimnisse nachzuholen, muss ich die aus Kämmer rollen. Großmeister der Flammenrose in Visima. Okay. Okay, ich bin hier drin. Was zu trinken wäre jetzt ganz schön. Oh Mann. Ja. Willkommen, Hexer. Euer Hoheit. Wir haben einiges zu besprechen. Gewiss. Genug der Worte. Wir müssen das Feuer in diesem Hurenhaus löschen. Ihr bekommt die Hand der Prinzessin und wenn mich das Leben etwas gelehrt hat, auch das halbe Königreich, wenn ich ins Gras beiße. What? Der Hexer wird dir Aldersberg erledigen. Was? Keine Aufregung. Wir bezahlen euch so viel ihr wollt. Ich bin ein Hexer, kein Mörder. Na gut. 10.000. Ist das nicht etwas hochgegriffen? Nein. Kommt schon, Volltest. Das Königreich ist viel mehr wert. Er hat recht. Pech. Aber ihr nehmt nur 8.000 mit. Ihr wisst schon, Einkommenssteuer. Abgemacht. Dann sind wir uns ja alle einig. Radovid, eure Armeen müssen den Orden in Redanien und im Norden meiner Länder ausrotten. Meine Armeen begeben sich auf eine Mission brüderlicher Unterstützung. Ich will keine brüderliche Unterstützung, verdammt. Der Ausdruck geht mir gegen den Strich. Ihr vernichtet die Ritter des Ordens und zieht euch zurück. Ganz ruhig. Ah, Radovid ist der zweite Meine aus dem zweiten Teil, ne? Dieses Land einst erben. Das merke ich jetzt. Ich will es nicht zerstören. Verzeiht mir, euer Hoheiten, aber... Einen Moment noch, Hexer. Ja? Sprechen wir über Politik. Und kommt mir nicht mit Neutralität. Wenn ich bedenke, wer euch begleitet, steckt ihr doch bis über beide Ohren mit drin. Euer Hoheit, euer Wunsch ist mir Befehl. Für den Mann auf der Straße kämpft der Orden gegen meine Armeen. Aber dies ist eigentlich eine Konfrontation zwischen mir und dem Großmeister, dieser ehrgeizige Fanatiker. Dirigierte alle Aktionen der Salamandra und provozierte den Aufstand absichtlich. Was meint ihr damit? Ich dachte mir, dass euch das interessieren würde. Es interessiert mich sehr. Das macht ihn allein zum Feind. Versteht ihr? Ja. Nicht der Orden ist der Feind des Königreichs, nur sein Anführer. Das muss nicht sein. Unter einer vernünftigen Führung kann der Orden dem König treu ergeben sein, ein Freund des Volkes. Habt ihr gehört, Siegfried? Ja, und ich verstehe. Ich werde alles tun, um den Orden zu retten, euer Hoheit. Ich wusste, dass man euch trauen kann.
Besucht mich nach eurer offiziellen Amtsübernahme im Palast. Wir haben sehr viel zu besprechen, Großmeister. Ach. Ihr zählt eure Weibern, bevor sie schlüpfen. Jacques de Aldersberg ist gesund und wohlauf. Euer Hoheit, da ist noch eine andere Sache. Ja? Wie geht es Ada? Deutlich besser, als es ihr als Triege ging. Es dürfte aber noch dauern, bis sie wieder sie selbst ist. Hexer, wie kann ich euch danken? Ich freue mich, dass Ada gesund und wohlauf ist. Könnt ihr zusagen, dass das auch für die Freunde des Hexers gilt, Euer Hoheit? Ja, das kann ich dem Hexer versprechen. Ach, ich will wissen, wer dahinter steckt. De Wet hat die Prinzessin verwandelt. Wieso? Befehl der Salamandra. Der Hundsfott. Wenn ich den in die Finger bekomme. Zu spät. Die Rädelsführer glaubten, eure Position würde geschwächt sein, wenn die Prinzessin zur Striege wird. De Wet wurde gebührend bestraft. Das hört man gern. Und jetzt geht. Es dürfte nicht leicht werden, das brennende Visima zu durchqueren. Die Leute betrachten Hexer als Ungeheuertöter. Zu Recht. Wenige wissen, dass es für uns befriedigender ist, einen Fluch oder Zauber aufzuheben. Schwerter sind immer die letzte Lösung. Solange eine Chance bestand, die Prinzessin zu retten, musste ich es versuchen. Es hat sich gelohnt. Ein Glück. Es hat sich gelohnt. Na dann. Ja. König Foltes. Doch. Wo führt diese Tür hin? Erstmal speichern. Erstmal speichern. Oh Mann. Ich habe den König. Eine Würde Fuchs Teufel wild. Okay. Abgeschlossen. Was mit der Tür? Auch abgeschlossen. Okay. So langsam könnte ich mal die Katze aufhören. Rittersporn. Das ist doch das Gefängnis, ne? Sigrid läuft mir hinterher. Okay. Okay, Rittersporn. Dann sprach der Kühne Foltest diese Worte. Tugendhafter Radovid. Wie bitte? Ich verfasse eine wahrheitsgemäße und akkurate Aufzeichnung dieser Ereignisse. Er sagte, genug der Worte, mein Sohn, wir müssen das Feuer in diesem Hurenhaus löschen. Ihr habt keinen Sinn für Poesie. Ihr seid unverbesserlich. Genau wie ihr. Lauft einfach los, die Welt zu retten, obwohl euch keiner darum gebeten hat. Ich muss etwas zu Ende bringen. Ich verstehe. Viel Glück. Okay, dann bringen wir es zu Ende. Ich muss weiter den Großmeister zur Strecke bringen. Das wird nicht einfach. Überall wird gekämpft. Ich fürchte, wir werden mehr von den Regimentern des Großmeisters sehen, als wir je wollten. Ich weiß nicht, ob ich die Hand gegen einen Ritter des Ordens erheben kann. Ihr habt vielleicht keine Wahl. Die wollen töten. Ach du meine Fresse. Wenn ich mir das Schwert nehme, ist es dann besser. 64. Aha. Aha. Okay. Es ist mir auch viel Scheiß in diesem Spiel hier passiert. Aber das gebe ich jetzt nicht so leicht auf. Ritter des Ordens. Siegfried, danke, dass du auf meiner Seite bist. Danke, Siegfried. Ich werde jetzt fast schon sagen, dass ich dich liebe, aber... Das habe ich schon zu Triss gesagt. So. Die Dreckskerle. Geralt, ich kannte ihn. Vor einem Monat war er noch ein Mensch. Kleiner als ich. Ihr seid besser mit dem Schwert. In Visima werden wir wohl noch mehr von diesen Ungeheuern sehen. Es sind die großen Brüder. Die wollten mich nicht in die Nähe des Projektes lassen. Das ist ein Verbrechen an der Menschheit. Okay, ich bin eine Stufe aufgestiegen. Einen sicheren Durchgang.
Hallo Flüchtling, darf ich da durch? Tretet ein, es ist sicher. Natürlich. Na gut.